dann haben wir unserer bösen Seite auch wieder etwas Aufmerksamkeit zukommen lassen und ihre Bedürfnisse befriedigt, sodass wir jetzt die Quest abgeben können und vielleicht kriegen wir sofort noch eine oder vielleicht sogar eine Beförderung in diesen ganzen Angelegenheiten. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal wahrscheinlich zur Grafenstadt und mit der einen Frau da sprechen, die uns den Auftrag gegeben hat, diese ganzen Sachen zwischen den Handelshäusern zu untersuchen. Alter, wenn wir dir dann sagen, dass wir hier für die ganze Zeit gearbeitet haben und quasi hier deren Geschäfte aufliegen lassen, dann werden die doch so ausrasten und uns auflauern und jagen. Hast du schon alles erledigt? Wo ist der Vertrag? Hier. Der Vertrag. Sogar unterzeichnet. Ja, mit seinem Blut. Gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Im Hause Niceberg wird man mehr als zufrieden mit den Früchten deiner Anstrengungen sein. Jetzt regnet es förmlich Dukaten für unser Haus. Komm später wieder. Vielleicht habe ich dann was zu tun. Hast du was zu tun? Ich will was zu tun haben. Deswegen bin ich doch da. So, wie sieht's hier aus? Ärger mit dem Weizengebräu. Achso. Ja, exklusiver Deal. So, haben wir alles erledigt. Dann kann man ja eigentlich aus dem Hafen wieder verschwinden. Wenn ihr kurz für mich Zeit hättet. Oder auch nicht. Natürlich, ich habe für jeden Zeit, der ein Autogramm haben will. Kommt drauf an, worum geht's denn überhaupt? Uns ist zugetragen worden, dass ihr euch dem Hause Niceberg in den Dienst gestellt habt. Dazu sage ich nichts. Ha, das braucht ihr auch gar nicht. Hört mir einfach nur zu. Das Haus Störrebrand macht euch hiermit ein Angebot. Arbeitet ab sofort für uns, erhaltet ihr einen Bonus von 20 Dukaten auf die Belohnung unseres nächsten Auftrages. Was haltet ihr davon? 20 ist ein bisschen wenig. Hängt eine 0 dran und ich bin dabei. Wenn ich es recht bedenke, wollte ich sowieso nie wirklich für das Haus Niceberg arbeiten. Die 20 Dukaten versüßen mir das Ganze nur noch. Ich nehme an. Oh ja, das klingt sehr gut. 20 Dukaten! Für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Glaubt ihr ernsthaft, ich würde meine Auftraggeber für so eine lächerliche Summe verraten? Also gut, niemand soll behaupten können, das Haus Störrebrand ließe sich nicht lumpen. 100 Dukaten, hängt eine 0 dran und ich bin dabei. Alles klar, ich bin dabei. Endlich nicht mal bei diesen Idioten und Messerstechern und Halsabschneidern. Aber wahrscheinlich sind die Störrebrands nicht besser. Sehr gut, geht zu unserem Lagerhaus, dort wartet Laran Dijkmoder sicher schon auf euch. Von ihm werdet ihr künftig eure Aufträge erhalten. Boah, jetzt ist er weg. Natürlich. Warum ist er jetzt weg? Ich könnte doch als Doppelagent arbeiten quasi. Sowohl für die Steuerbrands als auch für die Nicebacks. Und die ganze Zeit Kohle scheffeln. Und je nachdem, was wir für eine Aufgabe haben, können wir dann das Ganze mehr oder minder auffällig gestalten quasi, sodass die andere Seite halt nicht dahinter kommt, dass wir eigentlich für den Feind, für die Konkurrenz arbeiten. Wenn zum Beispiel wieder so ein Treffen mit Unterhändlern gestört wird und so, dass dann halt einfach alle Zeugen beseitigt werden und schon weiß niemand, wer es war. Oh Mann, wahrscheinlich kommt der Taschmann irgendwann vorbei und will hier irgendwelche Untersuchungen führen. Und dann müssen wir dann auch noch rumhauen. Obwohl mir das eine Freude wäre. So. Aber endlich nimmt diese Quest mal Fahrt auf. Die war jetzt schon ziemlich eingestaubt. Immer nach einem abgeschlossenen Rätsel eine neue Aufgabe und so. Das war immer ein bisschen blöd. Und einseitig halt. So, Lara Dijkmoder. Guten Tag. Ihr seid das also, von dem hinter vorgehaltener Hand geredet wird. Ich habe mir euch größer vorgestellt. Nun ja, ihr arbeitet also jetzt für uns, richtig? Das ist richtig und
Ich muss anmerken, dass meine Vermutung, dass die auch nicht unbedingt besser sind, schon ziemlich zutreffend wirkt. Aber immerhin, wir haben 100 Dukaten gemacht. Nochmal extra natürlich, sofern wir den Auftrag erfüllen. Richtig, was soll ich nun also für das Haus Störrebrand tun? Herr Störrebrand beauftragt euch, seinen jüngsten Sohn, Regulan Störrebrand, am Hafen zu empfangen. Aha. Der Alte braucht etwas frischen Wind im ewigen Streit mit dem Haus Nicebeck. Ihr sollt dafür sorgen, dass er heil hier ankommt. Und dafür kriege ich 100 Dukaten und sogar noch die normale Summe extra, oder wie? Meint ihr wirklich, dass ausgerechnet der jüngste Sohn der geeignetste ist, die Angelegenheit in Ferdok zu bereinigen? Aber so sicher wie Praios in der Sonne wohnt. Regulan ist aufbrausend, forsch und unnachgiebig, ganz wie seine Mutter. Ah, oh Gott. Er hat bisher die Handelsniederlassung der Störrebrands in Garad geleitet und das will schon etwas heißen. Na gut, dann mögt ihr wohl recht haben. So gut kann ich die Familienangelegenheiten der Störrebrands nicht. Wann kommt er denn hier in Ferdok an? Wahrscheinlich genau jetzt. In diesem Augenblick müsste sein Schiff bereits im Hafen angelegt haben. Sein Vater erwartet ihn schon. Also sputet euch und lasst den jungen Herrn Störrebrand nicht zu lange warten. Natürlich nicht, ich bin schon so gut wie dort. Ein bisschen würde sich wohl noch geduldigen müssen. Ich habe andere... Ach Quatsch, komm. Was? Warum wurde Fuhrmannsheim geschlossen? Was soll das? Hä? Warum jetzt? Also, wenn es geschlossen wird, wenn es dann nichts mehr zu erledigen gibt, okay. Keine Quests mehr und so, aber... Hä? Ich wollte da doch noch vorbeischauen. Und dann können wir ja auch nicht mehr zu... Dings, zu... Na, wie heißen sie? Zu Kuano, zur Diebesgilde und so. Das ist alles in Fuhrmannsheim. Kann ich zufällig jetzt hier reisen? Nein, natürlich nicht. Warum ist es geschlossen? Kann ich zufällig... Kurz laden. Autosave. Sindetempel. Was ist denn heute? Der 9.11. Quicksave. Vor dem. Warte, 21.49. Jetzt ist 21.52. Dann laden wir nochmal ganz kurz. Und sie gehen einfach zuvor noch geschwind nach Fuhrmannsheim, beziehungsweise wählen nachher einfach die andere Möglichkeit. Vielleicht kann es ja auch sein, dass, wenn man die Quest abgeschlossen hat, dann Fuhrmannsheim irgendwie wieder geöffnet wird, warum auch immer, oder es halt einfach im Laufe der Zeit, im Laufe der Quest geklärt wird, warum das geschlossen ist. Und keine Ahnung, sich die Diebesgilde woanders hin verlagert oder so, sodass man immer noch die ganzen Sachen, die man da machen kann, woanders machen kann. So. War direkt vor dem Gespräch, das ist natürlich hervorragend. Dann gehen wir jetzt zur Grafenstadt. Die Hafenstadt, die ist in einem anderen Spiel. Und dann schauen wir mal, ob man da mit der TUS was quatschen können, aber ich bezweifle es irgendwie stark. Weil wir waren ja schon zweimal oder so da und dann hat er gesagt, ja, gibt's was Neues? Nö. Aber eigentlich gibt's schon einiges Neues. Aber vielleicht kann man da jetzt sagen, dass wir den Auftraggeber gewechselt haben oder was weiß ich. Ich weiß es nicht, deswegen schauen wir nach. Vielleicht läuft jetzt auch jemand über den Weg. Schauen wir mal. Bestimmt nicht, aber... Wie gesagt, man kann es ja nicht wissen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Ah, dieser Brunnen. Dieser blöde Zwerg. Und dieser dämliche Brunnen. Sag es. Oh, dieser blöde Brunnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der hat echt auch nichts zu... wie sagt man das? Der kann sich über nichts freuen und muss nur jammern. Bitte führt eure Untersuchungen fort. Ich bin sicher, ihr werdet die Wahrheit schon bald ans Licht gebracht haben.
Das haben wir schon alles gefragt, oder? Na komm. Gehen mal wieder. Mit den Grafen und so, das haben, mit dem haben wir ja schon in letzter Zeit, vor einiger Zeit in der letzten Folge. In der letzten Aufnahme. Mann. Ich muss mich echt mal auf meine Wortwahl konzentrieren. Gequatscht. Mit dem haben wir schon mal gequatscht neulich. Da wird nicht allzu viel Neues bei rumgekommen sein. Wir kommen hier bestimmt nicht direkt nach Fuhrmannsheim. Ich denke, da gehen wir über den Praiosplatz. Und das ist hier lang. Genau. Und dann laufen wir nochmal geschwind Fuhrmannsheim ab, bevor wir mit den Handelsquest da weitermachen. Weil vielleicht ergibt sich da ja noch etwas. Im Jahre 162 nach Burenzas Fall oder irgendwie sowas heißt es doch, glaube ich, änderte der große Fluss nach einem furchtbaren Hochwasser seine Interessen, ich weiß es nicht. Fuhrmannsheim. Hier. Perfekt. Hoffentlich kommen wir da jetzt noch rein. Müsste ja noch offen sein, weil es ja noch nicht geschlossen worden ist. Sehr schön, sehr schön. Wunden können entstehen, wenn die zugezogene Schadenspunkte. Bla bla bla. Kennt man ja. Schadenspunkte, alles klar. Abstiege von 2 Punkten. Ausweichen. Punkte 5. Minus. So, hier. Wir sind hier unten links. Dann schauen wir doch mal. Einbären. Ja, komm, Rolana. Sehr gut. Vielleicht treffen wir nachher ja noch auf ein Labor. Dann können die ganzen Sachen verwursten. Oder versaften. Das bin ich. Da kommen wir nicht rein. Ist hier überhaupt irgendjemand? Da geht's zum Ugdanhafen. Da geht's irgendwo lang. Die Feuerfliegen sind jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr da. Die Plage haben wir ja letztens schon beseitigt. Und irgendwelche neuen Nachkommen oder so haben die ja hoffentlich nicht gezeugt. Ja. Die sind immer noch sauer, dass der Hammer gestohlen worden ist. Da geht's raus und hier ist auch sonst nichts. Nein. Da hoch. Oh Gott, nicht an dem Bettler vorbei, sonst nervt er wieder die ganze Zeit. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Nein! Ach, bitte nicht schon wieder. Halt die Klappe. Nein, ist es nicht. Du anscheinend schon. Kettenhaube, Kopf 3. Das ist ja interessant. Fische, frische Fische, frische Fische. Ihr seht nicht so aus, als nach dir am Hungertuch. Hier war doch ein Schmied, genau. Hufschmied Eisenzehe. Der Schmied von Fuhrmannsheim steht euch zur Verfügung. Aber beeilt euch, ich habe noch 2 Rosse zu beschlagen. Natürlich, natürlich, die will ich nicht aufhalten. Wir könnten schmieden lernen. Und du hast nichts Interessantes zu verkaufen. Alle mal hergehört. Dein ist nichts.
sieht nicht so aus, als nagt ihr am Hunger. Ich will noch geschwind bei Kuano vorbeischauen in der Diebesgilde. Das war irgendwo gegenüber der Schenke. Nachbarzwiebel, wie geht's dir? Du hast doch hier einen ganz schönen Schock erlitten, genau. Ja, ja, das war schon schlimm. Früher war sowas nicht. Hey, nur gucken. Wenn ihr was anfassen wollt, müsst ihr es zu. Von dir will ich nichts kaufen, du hast nur Schrott. Da werden die hier drin sich wahrscheinlich wieder über Kladdes freuen und sich mit ihr unterhalten wollen. Und es gibt wahrscheinlich bestimmt auch wieder nichts Neues für uns. Ne? Goldzahn Jallik. Ja, ja. Oh, Kladdes. Was für ein glanzvoller Anblick in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich denn für dich tun, Schätzchen? Was? Haben wir schon alles. Du hast auch wieder nur wertvolle Goldkette. Die haben wir ihm schon mal verkauft. Krüppelreto, Kladdes, bla. Na, wie wär's mit noch einer Runde Tic-Tac-Toe? Kladdes, schön dich wiederzusehen. Grüß Guano von mir, wenn du ihn siehst. Er soll mal wieder bei mir vorbeischauen und über alte Zeiten plaudern. Ja, ja, das machen wir. Boah, ich bin gerade irgendwie wieder so müde und muss die ganze Zeit gähnen. Es tut mir voll leid. Das ist total nervig. Wenn man gerade so ein Let's Play aufnimmt und dann immer gähnen muss. Das vermittelt ja fast den Eindruck, als wäre das langweilig. Ah, das liegt vielleicht daran. Nerv nicht! Liegt vielleicht daran, dass ich immer so spät aufnehme. Wird doch noch drin sein. Obwohl es ja auch gerade mal 22 Uhr ist. Und da bin ich ja immer noch hellwach, ne? Aber liegt wahrscheinlich echt an der ständigen Mundbewegung. Vor allem, wenn man irgendwas vorliest oder sowas. Da ist das doch schon sehr gähnensfördernd. Möchte ich mal sagen, aber gut, da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern lieber mal mit Kuano sprechen, meinen guten Freund.